sein. Versuch, gib die schon ein Stückchen weiter. Reiß deine Chance beim nächsten Mal. Diese Welt, in der wir leben. Nicht schlecht, aber das schaffe ich wahrscheinlich mit einem oder maximal zwei Pokémon alleine. Ein weiteres Bisasam. Hier sind echt viele, Mann. Okay, hier ist bei mir noch nichts. Warte, ich geh mal weiter. Ja. Ah, da ist es. Nee, das ist Taubzi, fuck. Oh mein Gott, leider nicht. Oh mein Gott, Mann, was ist los? Wo ist es bei dir genau? Zeig mal. Hey, ich fang's gerade. Achso, ja, okay, madig. Sag mal hier vom Radar, wo es bei dir war. Nee, ja, genau da neben dem Ding, neben dem Pokéstop was hier. Ach so, ja, dann muss ich zurück. Scheiße. Und gefangen. .533, ich glaube, das ist ja mein stärkstes. Okay, wo ist es denn? So, hier oder weiter vor? Genau hier beim neben dem Pokéstop was. Ich glaube, die mir hat seine Chance verpasst. Nee, es ist noch bei mir auf dem Radar. Das müsste eigentlich kommen. Eigentlich schon, ja. Also das müsste reichen, oder so? Ja, das war genau da. Warte, ich geh mal rein und raus. Okay, es kommt immer noch nicht. Oh mein Gott. Das war sogar stark. Jetzt wird mir wieder eins angezeigt. Ich glaube, das ist schon weg und jetzt... Das hier ist jetzt das, was dir angezeigt wird die ganze Zeit. Ah, okay. Ja gut, dann gehen wir die Arena kicken. Ja, madig, Mann. Hab ich ein bisschen Sand verpasst. Ja gut, dann gehen wir weiter. Kann man nichts machen. Jetzt muss Team Rot leider noch mehr leiden. Noch mehr Aggression auf Team Rot. Wut auslassen. Wut auslassen, direkt. Das reicht auf jeden Fall, das Team. Was hast du gewählt? Verloren. Kurz schnell heilen. Down, nur noch 500.
greife noch ein letztes Mal an. Ich muss dich mal heilen. Ich greife jetzt mit. Down. Zahlen wir kurz irgendwas. Ich muss mir überlegen, was ich reintue. Wahrscheinlich ein und eines Laquana. Wie viele Laquana hast du? 5. Ich hatte 7, aber ich habe 2 weggeschickt. Zwei Blitzer, 2 Flamada, also gute und 5 Aquana. Das sind so Aquanas, die ich immer gerne in Arenen reintue, weil die sind gute Verteidiger. Okay, ein Roter hat gerade was reingetan. Sorry. Alter. Okay, zur Strafe bestrafen. Oh mein Gott, Mann. Richtig wahnsinnig. Arena gerade eingenommen, er sich übernimmt gleich. Wenn du mal halten musstest, Mann. Natürlich muss ich die beiden gleich bestrafen. Eine. Also, ich hätte 40 Cent, was ich dir geben kann. Ich hab nur Scheine. Ja, dann musst du wechseln. Was, ja, ja, ich hab Scheine, oder? Ja, ja. Ja, dann hier 20 Cent. Okay. Weil das, du kriegst kein Rückgeld bei denen, deswegen. Ah, okay. Weil ich hab einmal 1,50 reingeworfen, Alter. Und dann, oh mein Gott, diese Gauner. Ja, Mann. Und dann lese ich hier kein Rückgeld bei Überbezahlung. Dachte ich, die Gauner. Tot. Oh mein Gott, sogar mit Musik. Deswegen kriegst du kein Rückgeld. Ja, nimm's raus. Guten Appetit. Hallo, ich bin ein Sonora-Eisautomat. Probieren wir es mal. Bitte nehmen Sie ein Tütchen, öffnen Sie die Klappe und stecken es in. Schmeckt gut, gell? Okay, die denken sich, ich bin hier jetzt Stammgast. Das ist so mein drittes. Er ist schon mein drittes Eis, Alter. Guten Appetit. Das ist so ein Scheißkind. Hallo, ich bin ein Sonora Eisautomat. Probier mich mal. Ich finde immer die Eltern geil, die hier mit den Kindern vorbeigehen und nicht mal ein Eis kaufen können. Yeah, während du schon 3 essen hast. 2 unglückliche Kinder heute. Nur 1 hat ein Eis gekriegt. Schon saftig, ne? Schon saftig. Aber wie sie dich verarscht haben mit dem Stern in der Arena. War schon geil. Finde ich alles so Pokémon gut, ne? Ja. Ein verrückter Weg. Also 60 bis 80 ist. Seine beste Eigenschaft ist offensichtlich sein KP-Wert. Sein Angriffswert ist genauso gut. Seine Werte sind so hoch, dass ich sie gar nicht berechnen kann. Unglaublich. Okay, das ist gut, das ist nicht schlecht. Dürfte bei 80% sein ungefähr. Dein Evoli ist kolossal, eine statische Anomalie, faszinierend. Ja, ich entwickle es. Jetzt? Ja. Okay, weißt du, was mich jetzt interessieren würde, ob dann beide sich zum gleichen entwickeln? Ja, entwickeln sich auch. Also wenn deins jetzt Aquana wird, wird meins auch Aquana. Ja, aber ich hoffe, es wird ein Blitzer. Oh mein Gott, schon wieder Aquana. Ich habe jetzt 6. Wie viel? Das hat bestimmt 2000. Oh mein Gott, Mann. Oh Gott. Hier kommt das nächste. Aber Aquaknar und Naschweil. Aber egal, ist schon gut. Aquaknar und Naschweil ist nicht schlecht. Boah, wenn sich meins jetzt nicht zum Aquana entwickelt. Doch, entwickelt es. Was? Nein, es entwickelt sich schon zu Aquana. Das ist gleich. Und auch mit Aquaknar und Naschweil. Ja. Auch mit Aquaknar und Naschweil, schau. Nein, meins hat Hydropumpe. Puh. Alter, krass. Also sind die Attacken nicht gleich. Aber 240, gell? Ja, 240. KP? 187. Warte, lass mich mal bewerten. XS? Warte ganz kurz.
Ja, XS. Seine beste Eigenschaft ist offensiv KP. Sein Angriff ist jetzt genauso gut. Seine Werte sind so hoch. Ja, genau. Das gleiche wie ich. Okay. Das hat aber bestimmt nur 8 bei Verteidigung. Ist egal. Das ist ganz gut, Mann. Arena 2000. Das tue ich dann in die Arena rein, die wir jetzt einnehmen werden, pushen werden. Das war's vom Ostpark. Euer Fazit zum Ostpark. Pisa Samen, guter Hotspot für die Leute, die es eventuell fangen möchten. Hier ist München, auf jeden Fall Münchens bester Pisa Samen-Spot. Es ist kein richtiges Nest, aber es ist oft genug da auf jeden Fall. Also man muss ein paar Mal herkommen auf jeden Fall, wenn man hier nicht stundenlang verbringen möchte. Aber auf jeden Fall kann man hier die Sammlung halt ergänzen für seinen Pisa Knospen, Pisa Flor. Pack ihn mal. Vasili? Also ich kann jetzt auch nichts anderes sagen als das beste Pisa Samen-Spot, würde ich jetzt auch sagen. Und sonst eigentlich, also ich würde nur für Pisa Samen herkommen. XP-Farmen und so würde ich eher am Ostbahnhof machen. Vor allem, weil es da auch Carpados gibt. Das war's von unserem Abenteuer. Wir haben ein paar Pisa Samen gefangen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. True story. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familien-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist serious business.